Elektroautos sind die modernste Form der Mobilität. Lediglich für die Bewältigung längerer Strecken reichte die Kapazität der Akkus bisweilen nicht aus. Auf der Autobahn A9 zwischen München und Leipzig hat jetzt die elektrifizierte Zukunft begonnen. Dank des Ausbaus mit Schnellladesäulen wachsen die Metropolen auch für Elektroautos zusammen. Die Nutzung eines Elektroautos im Alltag ist ganz einfach. Mit der heimischen Steckdose oder den speziellen BMW e-Wallboxes wird jede Garage leicht zur Tankstelle hochgerüstet. Per Smartphone-App lassen sich verschiedenste Funktionen steuern. Sind Fenster und Türen verschlossen? Ist der Innenraum pünktlich zur Abfahrt richtig temperiert? Der Fahrer hat jederzeit und überall den Zugriff auf die wichtigsten Informationen. Über die App lässt sich auch die aktuelle Reichweite des Fahrzeugs abfragen, in Kilometern und räumlich auf der Karte. Nach dem Ladevorgang kann's losgehen. Nicht nur in der Stadt, sondern immer öfter auch auf die Autobahn. Im Navigationssystem sind alle verfügbaren Stromladesäulen mit den nötigen Zusatzinfos gespeichert. Durch Umschalten vom Komfort in den Eco-Pro-Modus lässt sich die Reichweite steigern. Die Karte macht es sofort sichtbar. Da Elektroautos vor allem für die Stadt gemacht sind, gibt es dort die meisten Ladesäulen. Das Laden ist unproblematisch und manchmal sogar umsonst. Dass die Nutzung der E-Mobile jetzt auch auf überregionalen Strecken einfacher wird, dafür haben Siemens, E.ON und BMW entlang der A9 gesorgt. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt wurde von München über Nürnberg nach Leipzig die nötige Infrastruktur aufgebaut und insgesamt 8 Gleichstrom-Schnellladesäulen errichtet. Die A9 von München nach Leipzig ist wie das gesamte Schaufenster ein typisches Demonstrations- und Erprobungsprojekt. Es geht darum, die technische Machbarkeit zu zeigen, und aufgrund dieser Erfahrungen soll dann Elektromobilität in den nächsten Schritt in die Masse gebracht werden. In weiteren öffentlichen Forschungsprojekten wird der Ausbau der Hauptverkehrsadern mit Schnellladesäulen in den nächsten Jahren stark vorangetrieben. Dies fördert das Ziel der Bundesregierung von 1 Million Elektrofahrzeugen in 2020. Im bayerischen Ingolstadt steht bereits eine der 9 Ladesäulen, an der man die Akkus deutlich schneller aufladen kann. Ab 2017 hat man sich europaweit auf das sogenannte Combined Charging System, den CCS-Standard, geeinigt. Schon jetzt ist es möglich, mit nur einer Kundenkarte in ganz Europa Strom zu tanken. Man kann aber auch per Einscannen des QR-Codes und via SMS den Ladevorgang starten. Mit unserem Service Charge Now haben wir den Zugang zu unterschiedlichen Ladesäulenanbietern auf einer Karte zusammengefasst. Der Kunde findet die BMW Partner-Ladestation im Navigationssystem oder auf der App, fährt einfach dorthin, bekommt mit der Ladekarte oder der App Zugang und am Ende des Monats kriegt er eine gesammelte Rechnung aller Ladevorgänge. Nach einer Kaffeepause und knapp 30 Minuten Ladezeit sind die Akkus wieder zu 80% gefüllt und bereit für die Weiterfahrt. Egal ob Stadtverkehr oder überregionale Strecken, für den derzeit modernsten Fahrzeugtyp sind so alle Wege frei.